Tief inhalieren, 20 Minuten lang, viermal am Tag. Aber Mehmet Başak weiß, diese Therapie wird ihm zwar das Atmen etwas erleichtern, aber retten wird es ihn wohl nicht. Denn für seine Krankheit gibt es keine Heilung. Und so müssen ihm seine Frau Zeynep und seine 7 Kinder hilflos beim langsamen Sterben zusehen. Ich sterbe an Sand, in mir drin ist nichts als Sand. Und ich hasse die, die uns das angetan haben. Und das ist die Arbeit, die Mehmet Başak 10 Jahre lang manchmal mehr als 15 Stunden am Tag gemacht hat. Jeanshosen mit einem Sandstrahler ausbleichen, damit sie den begehrten Stonewash-Look bekommen. Geheime Aufnahmen eines türkischen Fernsehsenders. Ohne Atemschutzgerät und Versicherung setzen sich die Arbeiter für 200 Euro Monatslohn den tödlichen Partikeln aus. Hunderte sind schon gestorben, Tausende leiden an dieser besonderen Art von Staublunge. Vergangene Woche ist mein Freund Erhan gestorben. Aus meinem ehemaligen Betrieb sind es nun schon 8. Und wer übernimmt dafür die Verantwortung? Gäbe es in Istanbul nicht einen Lungenfacharzt, der die schwerkranken Textilarbeiter unentgeltlich behandelte, Mehmet Başak könnte sich von seinen 100 Euro Berufsunfähigkeitsrente keinen Arzt leisten. 15 Kilogramm hat er in den vergangenen Monaten schon verloren, seine Lungenkapazität beträgt nur noch 50%. Hier im Bereich der Lunge lagern sich Minerale ab. Sie bilden ein Gewebe, das zur Vernarbung der Lunge führt. Solche schwere Silikose haben wir bislang nur bei Bergarbeitern gesehen. Die Türkei ist das einzige Land, in dem es auch bei Textilarbeitern auftritt. Ich huste oft Blut und bekomme immer weniger Luft. Treppensteigen schaffe ich kaum noch. Mehmet Başak verlässt darum nur noch selten das Haus. Das erspart ihm auch den Anblick gebleichter Jeans. Dunkelblaue Jeans sieht man in den Auslagen Istanbuler Geschäfte selten. Verwaschen, das heißt sandgestrahlt, ist schick. Die Türkei ist der größte Hersteller von Jeans, doch welche Abnehmer im Ausland an dem schmutzigen Geschäft mit der tödlichen Produktion beteiligt sind, lässt sich nur schwer nachweisen. Denn die Aufträge werden in einem undurchschaubaren Netz von Subunternehmen abgewickelt. Die toten Arbeiter und die vielen Schwerkranken, die völlig mittellos sind, sind eine Realität. Die Markenhersteller im Ausland sollten sich deshalb zu ihrer Mitverantwortung bekennen. Sie sollten sich mit den Betroffenen zusammensetzen und sich an einer Lösung beteiligen. Bis in die Hauptstadt Ankara sind die Textilarbeiter gelaufen, um zu protestieren. Jeans werden aufgehellt, unser Leben wird verdunkelt, haben sie auf die Plakate geschrieben. Doch die Regierung ließ bloß ein paar Dutzend Fabriken schließen. Dies ist die Fabrik, die Mehmet Başak todkrank gemacht hat. Von solchen Subunternehmen gibt es immer noch Hunderte in den Vororten Istanbuls. Eine Lastwagenladung voller Sand wurde hier jeden Tag weggefahren. Und nun, nachdem wir an die Öffentlichkeit gegangen sind, ändern sie ständig ihre Firmennamen. Wir haben auch für Markenjeans gearbeitet. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Ich habe sie doch mit dem Sandstrahler bearbeitet. Und die stellen sich hin und sagen immer noch, stimmt nicht. Ein Solidaritätskomitee bezahlt die Miete der Kellerwohnung. Den ältesten Sohn hat Mehmet Başak von der Schule genommen und in eine Fabrik geschickt. Er muss nun für den Unterhalt der 8-köpfigen Familie aufkommen. Dabei waren sie einst so voller Hoffnung auf der Suche nach Glück und Arbeit aus dem verarmten Südosten der Türkei in die Großstadt gekommen. Manchmal weiß ich nicht, wie wir überhaupt noch am Leben sind. Mehmet Başak ist 38 Jahre alt.